Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dem Studio von OKTV Ludwigshafen zu einer neuen Reihe unseres Gesprächs, unseres Filmgesprächs OKTV präsentiert. Mit Gästen von der anderen Rheinseite, allerdings auch noch aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Und OKTV Ludwigshafen versteht sich ja auch als einer der Förderer mit unserer Crew von jungen Filmemacherinnen, von Nachwuchsfilmen, von der kreativen Szene hier zwischen Profi und Semi-Profi. Und ich freue mich, heute wieder Gäste begrüßen zu können, die schon häufiger hier waren. Herrn Klaus Klingenfuß von der AOF. Was die AOF ist, erfahren wir gleich. Und wie sie sich entwickelt hat, gleich auch noch mal genau. Jessica Hölzel und Ralf Keifert, Protagonisten aus dem Film Mene Tekel. Die neueste Produktion der AOF, der Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Filmemacher, so viel darf ich schon verraten. Herzlich willkommen im Studio und toll, dass Sie nach 2 Jahren, das letzte Mal war es Jeanne d'Arc, die Lerche, die wir hier vorgestellt haben, Ihre letzte große Produktion, jetzt wieder ein abendfüllender, zweistündiger Spielfilm, das Mene Tekel. Bevor wir anfangen, 2 Stunden Spielfilm, da steckt ja was hinten dran und da hinten dran steckt die AOF. Herr Klingenfuß, was ist die AOF? Wie hat sie sich entwickelt in den vergangenen Jahren oder seitdem sie das letzte Mal bei uns war? Ja, zunächst mal, die AOF war ursprünglich eine reine Schülerangelegenheit, ist in einem Gymnasium entstanden. Ich mache das jetzt ganz kurz. Wir hatten eigentlich damals ein Theaterstück inszenieren wollen. Daraus wurde dann unser erster Spielfilm, die Annäherung an Margarete. Und ja, das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir dann eigentlich im Abstand von jeweils 2, 3 Jahren einen weiteren Spielfilm gedreht haben. Der vorliegende, Mene Tekel, ist jetzt inzwischen der 8. Und ja, Sie fragen, wie ist es zwischen der Lerche und Mene Tekel weitergegangen? Also zunächst mal war es so, dass die Lerche ja praktisch ein historischer Film war. Da geht es ja um das Schicksal von Jeanne d'Arc. Während wir dann im Fall Mene Tekel etwas ganz Aktuelles uns vorgenommen haben. Gleichzeitig auch der erste Krimi. Für mich war das allein schon deswegen eine ganz besondere Geschichte, weil ich in meinem Leben mit Kriminaldrehbüchern noch nichts zu tun gehabt habe und diese Art von Drehbüchern unterscheidet, beziehungsweise auch Kriminalromane unterscheiden sich ja von jeder anderen Form insofern, als man eigentlich den Gesamtablauf planen muss, Schritt für Schritt planen muss. Die Dinge müssen zusammenstimmen. Es darf zum Beispiel nicht passieren, dass also die Zuschauer schon in den ersten 10 Minuten wissen, wie die Sache ausgeht. Andererseits ist es aber natürlich so, dass der Zuschauer schon ein bisschen mitdenken soll, was da auf ihn zukommt. Ja, so viel vielleicht nochmal jetzt gerade auf die kürzeste Form, wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Also von der Literaturverfilmung, das war ja eines der Schwerpunkte der vergangenen Jahre, diesmal zu einem ganz anderen Genre, dem Originaldrehbuch, Krimi. Nichts vorausgegangen, ja. Dem Krimi jetzt sozusagen als Premiere und das ja gleich zu einem ja, heißen Thema, zu einem ja auch durchaus als gesellschaftliches Problem immer auch häufig im Fokus, leider in den Fokus rücken, nämlich Kinderprostitution, Kindesmissbrauch. Aktuell aus vielerlei Gründen. Wie sind Sie denn selbst mit dem Thema in Berührung gekommen und was hat Sie dann veranlasst? Sie haben ja auch das Drehbuch geschrieben, Sie haben eben gesagt, dem dann nachzugehen und dann eben daraus auch einen abendfüllenden Film zu machen. Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Denn normalerweise ist das ja nicht unbedingt ein Thema für einen Film, den man mit Schülern und Studierenden dreht. Ja, was war der Grund? Der Grund war eine bundesweite Untersuchung, die in der Presse veröffentlicht wurde vor etwa einem Jahr, im guten Jahr, in dieser Untersuchung wurde gezeigt, wie es im Augenblick auf diesem Felde aussieht. Und die Ergebnisse sind also, kann man schlicht und einfach sagen, ziemlich trostlos. Wir haben also eine ausgesprochen reiche Szene an Missbrauch von Kindern und Minderjährigen, wobei man hinzufügen muss, dass laut dieser Untersuchung über 40% der Fälle sich im Familien-
bzw. im Freundeskreis abspielen. Und das ist ja nun auch etwas gewesen, das dann im Drehbuch sozusagen die zentrale Rolle spielt, insofern sich herausstellt am Schluss, dass der Mann, der diesen Missbrauch treibt und darüber hinaus ja nun das Leben eines Mädchens auf dem Gewissen hat, dass das niemand anders ist als der Vater der besten Freundin dieses Mädchens, das da ermordet worden ist. Ja, auf die Weise sind wir zu einem aktuellen Film gekommen. Und ja auch sehr spannend über das hoffen wir. Uns spurenlegend, ohne das natürlich gleich zu verraten, weil Krimi lebt ja davon, dass der Zuschauer sich eigentlich bis zum Schluss fragt, wer könnte der Mörder gewesen sein, richtig. Und dann noch das Umfeld, das gesamte Umfeld beleuchten. Da muss ich Jessica dann fragen, weil sie waren ja eines auch der Protagonistinnen, die da in der Kinderprostitution auch sich angesiedelt haben und gleichzeitig auch noch in der Familie des späteren als Mörder entlarvten Vaters lebten. Als Sie gefragt worden sind, die Rolle, die Sie ja relativ spontan übernehmen mussten, wo Sie ja einspringen mussten, was hat das Thema, wie sind Sie mit dem Thema und auch mit dieser Rolle zuerst mal umgegangen, als Sie damit konfrontiert wurden? Also am Anfang wurde der Film generell angesprochen und ich habe das Thema natürlich auch schon häufig durch die Medien mitbekommen, auch was man so hört, auch in der Schule wurde das früher angesprochen tatsächlich und erst habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich diese Rolle spielen. Das ist ein bisschen schwierig, man sagt immer, Schauspieler sollen sich in die Rolle hineinleben, um sie gut zu spielen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig bei so einem heiklen Thema. Ich fand, im Endeffekt war es aber dann doch einfacher, als man sich es vorgestellt hat, weil einfach der Gedanke, was dieser Film bedeutet im Endeffekt oder was dieser Film eigentlich aussagen soll, dann doch eigentlich für mich positiv war, da die Leute dann mehr auf dieses Thema aufmerksam werden und sehen, was eigentlich falsch läuft und wie wenig man vielleicht als Außenstehender mitbekommt und es dann in der eigenen Familie so vorfällt. Ja, Herr Keifert, Sie spielen ja als Detektiv Dorn die ganz entscheidende Rolle. Sie sind ja Sie kommen ja sehr früh in den Film und sind dann auf der Spur des Mörders und des gesamten Milieus, in dem dieser Missbrauch und in dem Kinderprostitution stattfindet. Auch an Sie die Frage, als Sie das erste Mal Drehbuch gelesen haben, mit dieser Fragestellung konfrontiert wurden, auch mit der Figur von Dorn. Wie haben Sie darauf, was hat Sie da angezogen? Wir hatten es ja im Vorgespräch erörtert, auch das in Ihrem Urlaub dieses Projekt zu realisieren. Also ich habe das Drehbuch 2-3 Mal gelesen vorher. Wahnsinnig viel Zeit zur großartigen Vorbereitung hatte ich jetzt nicht, weil das eben eine relativ spontane Sache war. Und ich auch aufgrund der sehr großen Präsenz von der Figur des Dorn dann auch täglich relativ viel Text lernen musste. Das war also eine meiner Hauptaufgaben, weil wir haben ja jeden Tag neue Szenen gedreht und mir erstmal halt den Ablauf der einzelnen Szenen reinzuziehen. Generell würde ich sagen, habe ich mich so mit dem Thema insofern befasst, was man so in den Medien und so weiter mitbekommt, Zeitungen, Fernsehen, Internet und so weiter. Ich fand es erschreckend, als ich es gelesen habe, welche Kreise das gezogen hat, wie viele Leute da innerhalb kurzer Zeit da involviert waren, negativ involviert waren, also sei es nun halt mitschuldig waren, wie viele Leute daran teilgenommen haben, verdient haben an dieser ganzen Geschichte und auch von der anderen Seite, von den Opfern her. Es wird am Anfang ein Opfer vorgestellt in dem Film, eben das junge Mädchen, das zu Tode kommt. Und innerhalb kürzester Zeit wird der Dorn dann mit 3 Freundinnen, die ebenfalls verführt werden in diese Geschichte, konfrontiert. Und das war dann doch relativ viel auf einmal. Und ich bin mir sicher, dass es in der Realität genauso abläuft.
Dass dann also sehr schnell, ja, ich möchte mal sagen, Trittbrettfahrer dann aufspringen auf den Zug und so und sich da ja, verführen lassen, bereden lassen. Oh, guck dir das mal an, das ist eine tolle Sache und so. Das wird auch im Film selbst erwähnt, textlich, ja, da kann man viel Geld verdienen, das ist eine ganz lockere Sache und so, macht Spaß. Aber die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus. Herr Klingbus, haben Sie denn hier auch in der Region noch recherchiert? Sie meinen also Fälle recherchiert, die bei uns in der Gegend vorgekommen sind? Also das eigentlich nicht. Wir haben an sich natürlich mit Journalisten gesprochen und da ist es so, dass die selbstverständlich auf solche Dinge schon gestoßen sind, natürlich, weil sie ja auch darüber berichtet haben. Aber wir selbst haben also da nicht direkt recherchiert, sondern sagen wir, die Informationen, die dem Drehbuch zugrunde liegen, sind nun überwiegend Informationen, die aus den Medien vor allen Dingen nun zu erschließen waren. Mhm. Und wo sich ja dann auch durch die Berichterstattung ja auch aus sehr deutlich rauskristallisierte, ja. Sie hatten es ja auch schon angesprochen eben, dass insbesondere Missbrauchsfälle, aber auch die, ich sag mal, Inanspruchnahme von Kinderprostituierten in den sogenannten besseren Kreisen auch im Film angesiedelt ist. Ist leider Gottes ein Phänomen, das in besseren Kreisen durchaus beheimatet ist, das muss man leider sagen. Und darüber hinaus, das wurde ja bereits angesprochen, ist eigentlich das Erschreckende, dass das oft sogar im familiären Bereich vor sich geht. Wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit ja eine Vielzahl von aufklärenden Informationen über die Presse erfahren. Denken wir daran die Geschichte mit der Odenwaldschule, denken wir daran die Geschichte mit den Regensburger Domspatzen. Das sind ja nun Massenphänomene gewesen. Und ich muss persönlich sagen, ich habe in meinem Studium seinerzeit mit dem damaligen Leiter der Odenwaldschule, dem Becker hieß er, glaube ich, Interviews geführt, weil ich eine Forschungsarbeit über die Odenwaldschule damals geschrieben habe. Und ich muss sagen, ich war also zutiefst erschüttert, als ich also mitbekam, dass er ja nun geradezu ein Zentrum dieser Missbrauchsfälle in dieser Schule gewesen ist. Der Mann galt schließlich Jahrzehnte als einer der bedeutendsten Pädagogen in deutscher Sprache. Wie reimt sich das zusammen? Ja, Thema dieses spannenden Films. Kommen wir zu dem Film selbst nochmal, weil einen 2-Stunden-Film zu drehen, ist ja nur mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Das wissen wir selbst, das ist ganz, ganz viel Arbeit. Da muss man die Drehorte festmachen, da muss man ganz die Koordination machen, das Set muss stehen. Wie haben Sie denn das gestemmt? Also was lief denn auch an Crew sozusagen hinter der Kamera? Also zunächst einmal darf ich sagen, das ist ja ein Film mit 36 Sprechrollen, das ist natürlich allein schon mal eine Riesenherausforderung. Dann kommt ja dazu, dass wir ja Filme drehen, bei denen keiner auch nur einen müden Euro verdient. Das heißt also mit anderen Worten, alle, die an einem solchen Projekt beteiligt sind, machen das ja, darf ich jetzt vielleicht sagen, aus Freude an der Sache. Vielleicht ist Missbrauch nicht gerade das Thema, über das man sich besonders freut, aber es geht ja in dem Fall natürlich ums Projekt, das ist ganz klar. Und Sie haben ja eben bereits angedeutet, das gehört natürlich erstens mal dazu, dass man also die Rollen besetzt. Das ist natürlich eine Riesensache, denn die Leute müssen ja natürlich für die Drehzeit auch Zeit mitbringen. Nun ist das im Fall von Schülern nicht ganz so schlimm, denn die haben dann gegebenenfalls Ferien. Wir drehen ja im Regel deswegen im Hochsommer. Im Fall von Ralf und anderen ist das schon sehr viel schwieriger gewesen, denn da musste jemand natürlich dann entweder Zeit haben oder er musste sie sich nehmen. Und ich meine, wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel in einem Beruf bin, dann ist das nicht selbstverständlich, dass ich dann Ferien mache, um an einem Film teilzunehmen. Dann, Sie sagten ja, Drehorte müssen natürlich lokalisiert werden, es müssen eine Vielzahl von Gesprächen geführt werden, dass man dort auch drehen darf. Im vorliegenden Fall war das in über 20 Fällen so, dass wir ja eigentlich eine Art von Drehgenehmigung brauchten. Nun muss man dazu sagen, es ist phänomenal, wie einem entgegengekommen wird, sobald klar ist, dass man ja nicht als Professioneller da antritt, sondern dass das eine Sache ist, die man aus Freude am Metier eben macht. Und da waren einige dabei, wie zum Beispiel das Palatin Hotel in Wiesloch,
Für die war das ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass wir noch dazu so ein Thema dort drehen, denn dieses Hotel war ja das Hotel, in dem der Missbrauch vor sich ging. Die haben da voll und ganz mitgemacht. Also wir haben es dann hingekriegt, dass wir einen Drehkalender aufstellen konnten, der tatsächlich sämtliche Szenen umfasste. Und immer gerade die, die am Set sein mussten, waren dann auch tatsächlich zu kriegen für diesen Termin. Aber es musste natürlich x-mal umgestellt werden. Ja, es war strapaziöse 2 Wochen. Wie groß war die Gesamtcrew? Oh, wie viel waren wir insgesamt? Oh, 40 Leute etwa, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Denn das war ja natürlich noch Hintergrund da, selbstverständlich. Mhm. Die Leute mussten ja zu essen und zu trinken haben. Klar, Catering. Das hat auch sehr gut geklappt. Genau. Ja, gehört dazu, ne? Ja, da muss ich eigentlich meine Frau loben. Ja, die hat das da immer in der Hand und die macht das gut. Ja. Jessica, hatten Sie schon vor dem Projekt Theater, Schultheater, Filmerfahrung? Jein, also richtig nicht. So ein bisschen habe ich mich in meiner Freizeit damit befasst. Ich war auch in einer Theater-AG mal, aber muss ich ehrlich sagen, auch nicht immer so regelmäßig. Also das war immer so mal hier und mal da so ein bisschen. Man hat mal mitgemacht, man hat sich damit befasst. Ich habe es unheimlich gerne gemacht. Ich habe es aber wirklich oft schleifen lassen, einfach weil dann war da die Schule und dann kamen natürlich auch Freunde und solche Dinge. Und natürlich hatte diese Theater-AG auch bestimmte Tage, bestimmte Uhrzeiten, was nicht immer so bei mir in den Plan gepasst hat. Ich habe es aber eigentlich immer sehr gerne gemacht und habe mich in dem Film, fand ich, sehr gut eingefunden dann auch. Kann man sagen. Und der Unterschied zwischen Film und Theater ist ja auch nicht unerheblich, ne? Ja, wir hatten tatsächlich schon größere Zuschauer bei unseren Theater-AGs, sage ich mal. Ich kannte das so ein bisschen, dieses, was ist, wenn ich jetzt beobachtet werde. Aber natürlich ist es trotzdem immer eine Sache, in die man sich erstmal einfinden muss, an die man sich gewöhnen muss, die man natürlich berücksichtigt dann. Hm. Herr Kaif, das galt ja für Sie in noch höherem Maße, weil Sie ja die Hauptrolle in dem Film spielen. Und man hatte auch den Eindruck, das wäre nicht Ihre erste Detektivrolle gewesen. Oh, das bin ich überrascht. So geforscht und geschnüffelt habe ich eigentlich relativ selten in meiner bisherigen Karriere. Detektive und sowas habe ich noch nicht gespielt, aber ich spiele halt jetzt schon annähernd 30 Jahre Theater in einem Mannheimer Amateurtheaterverein. Ab und zu inszeniere ich auch mal. Und im Laufe dieser Jahre sind schon etliche Premieren zusammengekommen. Ich hatte auch einmal das Glück, bei einer anderen Filmproduktion dabei zu sein. Die ist leider dann nicht zu Ende realisiert worden. Also es war ein großer Unterschied. Wir haben angefangen und es waren noch andere Mitspieler vom Theaterverein dabei. Und da hatten wir noch gar keine Erfahrung mit Filmaufnahmen. Mhm. Und dann haben wir halt so gespielt, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ja, die erste Reihe muss ich verstehen, aber auch die letzte. Und dann haben wir also so richtig Gas gegeben. Dann kam der Regisseur und sagte, nee, ihr müsst euch jetzt erstmal hier reduzieren. Das ist alles viel kleiner, viel intimer. Das Auge der Kamera, das ist ganz nah bei euch und so. Das müsst ihr alles kleiner machen. Da mussten wir uns also erstmal dran gewöhnen. Das hat, glaube ich, dann bei Menne Tegel relativ gut geklappt. Das habe ich mir dann so vergegenwärtigt. Ein sehr großer Unterschied ist diese kleine Sisyphus-Arbeit in der Bildgestaltung. Weil die Kamera, die hat ja einen eingeschränkten Bildausschnitt. Da muss man also genau gucken, wo man sich hinstellt, wie weit man geht und so weiter, dass man nicht aus dem Bild rausläuft oder in den Unschärfebereich läuft oder so. Da muss man sich dann als Theaterschauspieler auch schon dran gewöhnen. Ja, es ist ein anderes Genre. Ne? Mhm. Auch Beleuchtung und das ganze technische Umfeld unterscheidet sich vom Theater. Also technisch ja erheblich, also auch vom Ablauf her, wobei ohne Theater ist Film ja auch nicht denkbar. Ne? Da wäre ich etwas anderer Meinung. Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass, also zumindest mal Schultheater, erstens mal ja natürlich einen ganz anderen Probevorlauf hat. Also wir haben ja überhaupt keinen Probenvorlauf. Man beginnt einfach, dann kommt natürlich dazu, auf der Bühne spielen Sie eine Rolle, unter Umständen eine Stunde oder so. Ja. Sie sind dauernd präsent, Sie müssen natürlich über den gesamten Text verfügen. Sie müssen natürlich eine komplette Konzeption im Kopf haben, wie Sie das machen. Während beim Film sind das alles Dinge, die, ja, sagen wir es mal, verhackstückt daherkommen. Das heißt, Sie arbeiten ja mit Einzeleinstellungen. Der große Vorteil
Sie können sich auf ein vergleichsweise kleines Paket konzentrieren. Der große Nachteil, wenn man so will, ist der, dass Sie selbstverständlich jetzt rein müssen. Das heißt also, da ist eine Einstellung abgeschlossen worden. Möglicherweise wird am gleichen Tag gar nicht die Fortsetzung gedreht, sondern an einem anderen Tag. Und Sie müssen ja tatsächlich nahtlos anschließen können, sodass also der Zuschauer nicht den Eindruck hat, hoppla, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Wenn Sie übrigens unter diesem Gesichtspunkt Profiproduktion angucken, da staunen Sie manchmal. Da fällt es Ihnen immer wieder auf, dass ein wirklich nahtloser Übergang spielerisch nicht erfolgt. Sie merken deutlich, da war Pause dazwischen. Ja? Und also ich würde sagen, bei uns ist es eigentlich bisher immer so gewesen, dass man im Grunde den Schauspielern nicht ohne weiteres anmerkt, dass sie Amateure sind. Jessica, was hat denn Ihnen am meisten, ich will jetzt mal sagen, Freude gemacht? Oder was war das Spannendste für Sie in der Rolle, in dem Set und in dieser gesamten Produktion? Also viel Freude hat es mir natürlich gemacht, ein Teil davon sein zu können, so ein Projekt zu starten und umzusetzen. Dass mir diese Chance gegeben wurde, dass es sich so ergeben hatte. In der Rolle selbst, es war, sage ich mal, eine Rolle, die sich ja eher negativ gezeigt hat, da das ja ein sehr, ja, auch negatives Thema ist. Es ist ja nichts, worüber man sich so freut, wenn man das hört oder mitbekommt. Ich habe mich, wie gesagt, darüber einfach gefreut, dass es im Endeffekt was Positives bedeuten soll. Es soll die Leute darauf aufmerksam machen, es soll dieses Thema auch mal aus einem anderen Blick zeigen, was die Leute oft gar nicht sehen oder wovor viele die Augen verschließen. Viel Freude hat es mir auch wirklich gemacht mit den Kollegen und den Kolleginnen, einfach diese Zusammenarbeit. Und ja, man hat viel, wo man einfach auch kreativ sein darf. Also wo man auch überlegen muss, wo dann sich die Gruppe zusammensetzt und sagt, okay, da haben wir jetzt die und die Aufgabe, wie kann man das gut lösen? Ich glaube vielleicht, dass ich dich auch noch auf eines aufmerksam mache. Deine Rolle, ja, war ja eigentlich die Rolle, die in gewisser Weise lange Zeit ein bisschen am unsympathischsten war. Insofern du ja dauernd im Grunde nicht bereit bist, zu sagen, was man dich fragt und eigentlich bis zum Schluss nicht bereit bist, ja, ich meine, die Dinge offenzulegen. Ja. Du wirst ja dazu mehr oder weniger dann dadurch gezwungen, dass man dich in, ich meine, der Detektiv Dorn legt dich dann ein bisschen rein. Ja, und auf die Weise wird die Sache ja dann nachher publik. Und manch einer, ne, klaut dann tatsächlich. Ne, und in dem Falle wurde ja nicht geklaut, ne, was die Lederjacke anbelangte. Ja. Also das fand ich zum Beispiel einen sehr schönen Einfall in dem Drehbuch. Das ist ja ein Angelpunkt. Ja. Ja, und dann hatten Sie ja auch noch Premiere im Kino im Frühjahr. Und Kino ist ja nun natürlich noch mal was ganz anderes als Fernsehen. Wir zeigen ja den Film, also Mediatheke läuft dann ja bei uns mit dem Gespräch ja auch in nächster Zeit dann häufiger im Programm von OKTV in Ludwigshafen. Aber Kinopremieren sind natürlich immer was ganz Besonderes, weil dann sind ja die Familie dabei, Freunde dabei und man sieht sich auf der großen Leinwand. Wie war es denn diesmal? Ja, das war ja nicht das erste Mal, aber jedes Mal hat man ja ein Kribbeln im Bauch. Man fragt sich, wird das Kino voll? Wir dürfen sagen, es war voll. Wir waren ausverkauft an dem Abend der Premiere. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man dann das Ganze plötzlich auf einer riesen Leinwand sieht. Und das Luxor in Waldorf-Wiesloch ist ja nun, weiß Gott, ein Kino, das in der Beziehung einiges zu präsentieren in der Lage ist. Und ich glaube, wir haben das alles sehr genossen diesen Abend. Der war ja nun für uns auch insofern noch ganz nett, als Sektempfang vorher war und hinterher dann noch ein Buffet auf uns gewartet hat. Und ja, war eigentlich schon ein schöner Abend. So habe ich es jedenfalls erlebt. Also ich muss sagen, es war schon, also ich war an dem Abend wirklich ziemlich geplättet. Vorstellen kann man sich ja viel. Und ich habe natürlich auch schon Fernsehaufnahmen, DVD-Aufnahmen von unseren Stücken gesehen, die wir ja auch immer anfertigen und so. Aber wenn man sich das erste Mal selber dann im Kino auf der Leinwand sieht. Also zum Ersten kommt dazu, ich glaube, fast jeder Mensch mag seine eigene Stimme nicht, weil man sie einfach anders wahrnimmt. Und dann kriegt man das dann auf einmal mit, ich weiß nicht, 1000 Watt oder sowas um die Ohren gehauen. Das war dann schon ein bisschen seltsam. Ja, und dann halt eben dieser doch ziemlich große, massive Eindruck von einem selbst. Da habe ich schon ein paar Minuten gebraucht,
Und da hat mir natürlich dann auch der Film selbst und die Geschichte sehr geholfen. Ich bin dann irgendwann so abgetaucht in dem ganzen Ablauf. Und dann habe ich nach ein paar Minuten irgendwann wirklich nur noch den Dorn gesehen und nicht mal mich. Und das hat mir dann geholfen, den Rest des Films zu genießen. Mhm. Aber ein paar Eingewöhnungsminuten habe ich gebraucht, ja. Mhm. Mhm. Aber verraten Sie uns noch, ob Sie den, Sie haben ja den Schnitt gemacht, die Postproduktion von dem Film. Mhm. Haben Sie den vorher gezeigt oder waren dann auch alle Protagonisten im Kino das erste Mal sehend? Der größte Teil hat wohl den Film bei der Gelegenheit zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ich habe ihn komplett, so wie er geschnitten war, auch da zum ersten Mal gesehen. Ja. So ein bisschen, wo der Film geschnitten wurde, habe ich mit reingucken dürfen. Aber so ganz fertig war das auch das erste Mal. Dann ist ja so ein Premiere-Event noch mal was ganz Besonderes, wenn man dann das auch wirklich von noch die Dreharbeiten im Kopf hat, die einzelnen Szenen im Kopf hat und dann ja auch sieht, was daraus geworden ist. Wir haben ja irgendwann diese Off-Texte dann bei dir aufgenommen. Ja. Und da habe ich mal in ein paar Szenen haben wir da reingeschaut. Das hatte dann erstmal so keine großartige Wirkung. Okay, das sind die Aufnahmen, das haben wir gemacht, das haben wir gespielt und so. Als wenn man sich eine DVD halt zu Hause anschaut. Das hat dann also erst richtig im Kino so gewumst. Ja, und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, also alle zwei Film, Jahre? Huh? Ja, gut. Also der Film, der wird ja jetzt erst einmal in Heidelberg Premiere haben. In allernächster Zeit. Also der Termin liegt im Moment noch nicht fest, aber er wird wohl im November liegen. Und die Frage, ja, wie geht es weiter? Ich sitze im Augenblick an einer Sache, die also extrem anders ist wie das hier wieder. Das kann der Arbeitstitel ist mal einfach Undine. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich im Augenblick nicht sagen, weil da viel zu sehr am Schwimmen ist. Es wird auf jeden Fall ein Sujet, das also ja, eigentlich fast, würde ich sagen, ein bisschen Märchencharakter haben wird. Also was ganz anderes als das hier, als Menetekel. Und ich bin mal gespannt, wie schnell ich vorankomme. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass das Drehbuch im Februar, März steht. Und dann geht es wieder los. Mhm. Wer macht mit, in welcher Rolle und so weiter und so weiter. Sind Sie wieder mit dabei? Das hoffe ich. Gerne. Wenn das Drehbuch klasse ist. Genau. Ja, meine Drehbücher sind meistens so, dass man sie ertragen kann. Erste Beispiel für mich, das war schon phänomenal gut. Danke. Also Sie haben dann auch noch ein bisschen Blut geleckt, was Filmarbeit anbelangt. Und dass das als Teamarbeit, auch nachher als Ergebnis ja wirklich auch was ist, wo man stolz drauf sein kann und wo man sich auch ganz vielen Leuten, im großen Publikum, jetzt im Fernsehpublikum, auch nochmal präsentieren kann, auf ein Problem aufmerksam machen kann. Ist schon so medial zu arbeiten, macht ja sehr viel Freude. Und das ist ja zum Glück auch eines der Schwerpunkte hier in der Metropolregion Rhein-Neckar, dass wir hier nicht die große Profi-Filmregion sind, aber führend sind, meine ich bundesweit sogar, bei dem, was an Nachwuchsfilmen produziert wird, wo junge Filmemacher und junge Schauspieler, die am Anfang stehen oder vom Schülertheater nachkommen, zum Beispiel Wettbewerbe Girls Go Movie, Billy Award plus eine ganze Reihe anderer Produktionen. Und Sie waren da ja mit der AOF der Vorreiter dann einer jetzt größer gewordenen Bewegung hier in der gesamten Region, was ja auch über die Filmkommission ausstrahlt. Und deswegen freuen wir uns auch jedes Mal, auch heute schon. Ich sage dann, in zwei Jahren sehen wir uns dann wieder. Und zu dem Film Undine, der dann, Sie haben gesagt, märchenhafter wird. Also in einem Märchen, vielleicht in einem Märchenland, in der Metropolregion Rhein-Neckar, in unserer Filmregion. Und da würde es mich sehr freuen, wenn ich auch Sie wiedersehen würde, dann in anderen Rollen, aber wieder im Film auf der Leinwand und bei uns auf dem Bildschirm. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen waren und weiterhin ganz viel Erfolg, auch die tolle Premiere in Heidelberg und toi, toi, toi für die nächsten Projekte und für Sie zwischen den Jobs, dem Beruf, Studium und Film und Schauspiel. Schön, dass Sie da waren und weiterhin toi, toi, toi. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Okay. Ja. So. Wir machen das. Ja.